Ja, herzlich willkommen zurück zu Booyaka.de und Prison Architect. Ja, ich habe mir ein bisschen Rat geholt bezüglich meiner Stromprobleme hier oben. Und mir wurde nahegelegt, Strom und Wasser räumlich zu trennen. Hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können. Ob das dann wirklich die Lösung aller Probleme ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich werde mich jetzt mal daran machen. Dazu werde ich mal ein bisschen was abreißen müssen. Was denn? Wo reiße ich das Zeug ab? Objekt abreißen. Ich reiße einfach mal das Ding hier ab. Geht das gar nicht? Hallo? Hallo? Abreißen. Dann reißen wir es eben so ab. Dann reiße ich das alles ab. Weg. Abreißen. Pumpwerk wird auch abgerissen. Ja, das geht nicht. So, abreißen, abreißen. Weg damit. Okay, dann werde ich hier nur Strom machen und wahrscheinlich unten Wasser. Ich weiß gar nicht, ob sich die kreuzen dürfen hier, die Leitungen. Ja, schwer zu sagen. Ach, hätte ich das Rohr hier vielleicht? Moment mal. Kann das sein? Kann es sein, dass hier das Rohr... Nee, das ist eine Lampe hier hinten. Oh Mann, ich habe doch keine Ahnung. Come on. Come on, guys. Gib mal ein bisschen Stoff hier. So, jetzt ist das Zeug weg. Dann werde ich jetzt mal hier... Versorgung. Ich werde noch so ein Ding hier hinbauen. Nee, Moment. Doch. Alles gut. Okay, das kommt hier hin. Und dann werde ich hier... Fundament. Hier werde ich noch ein bisschen anbauen gleich. Zu wenig Kapital. Oh Mann. Jetzt wird es schon wieder eng. Ich glaube, ich brauche mehr Zuschüsse. Zuschüsse. Die gibt es hier unten. Come on. Hier. Zellenblock A. Gut, das sind die Voraussetzungen, die habe ich, glaube ich, erfüllt. Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt ist es an der Zeit, ihren ersten Zellenblock zu bauen und die vorhandenen Häftlinge in eigene Zellen zu überführen. Das gibt eine Vorauszahlung von 20.000. Das werde ich jetzt... Gut. Uiuiui. Okay. Ich werde aber trotzdem jetzt kurz hier noch dieses Problem hoffentlich lösen. So. Wo sind eigentlich meine Häftlinge? Die sind wieder hier. Oh, oh, die sollten alle mal Pipi und haben kein Wasser. Okay, dann muss das hier schnell gehen jetzt. Dann wird mal gepumpt hier. Ein bisschen Aqua. Das ist aber sauteuer, das Zeug. Ich glaube, das könnte noch ziemlich problematisch werden, das Ganze. Abrisswerk, das reiße ich mal ab. Kann ich das nicht abreißen hier? Hallo. Scheint nicht zu gehen. Warum denn nicht? Doch, geht ja. Dann macht er hier auch gleich. So, dann kommt hier das... Geht das jetzt hier? So, sieht hübsch aus. Gut. Kleines Rohr. Das werde ich gleich noch hier unten reinziehen. Das bringt wahrscheinlich so überhaupt nichts, aber ich... Was soll ich machen? Geht das hier so? Ach komm. Das klingelt. Also, wunderbar. Ja, schön sieht's aus. Richtig schön. Gut. Und jetzt werde ich hier noch eine Mauer reinziehen. Ungefähr so. Ne, dann hat hier noch eins Platz. So. Ja. Und eine Tür kommt auch noch rein. So, hier so eine kleine Personaltür. Alles klar. Gut. Soweit vielleicht so gut. Ich weiß nicht genau. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal. Also hier, das ist gar nicht am Strom angeschlossen. Das könnte ich hier noch abreißen. So. Und dann könnte ich
das hier am Strom anschließen. Das wäre vielleicht noch ein Vorteil. So. Und dann ist hier oben, da geht der Strom gar nicht hoch. Was ist das hier? Hier. Hier muss verbunden werden wahrscheinlich. Ist jetzt alles aus. Einschalten. Okay. Yay! Jetzt gibt es gleich eine Revolte wahrscheinlich. Können die jetzt endlich schiffen gehen? Kommt jetzt hier wieder Wasser? Ist das Ding schon an? Das hat keinen Strom. Ach so. Das braucht auch noch Strom. Kann das sein? Ja, erzähl mir doch nicht sowas. Und dann ist es ja gar nicht räumlich getrennt. Ist das eine Sicherheit, ein Sicherheitsstromkabel? Doppelt abgedichtet. Ah, wir werden es sehen. Das funktioniert jetzt gleich. So, komm jetzt. So, jetzt pumpt das Ding. Jetzt kommt hier Wasser hoch, hoffe ich. Warum geht hier kein Wasser lang? Was ist denn hier das Problem? Teufelauch. Sowas Blödes. Also hier... Ist das... Was ist das Problem hier? Warum denn? Hm. Also das macht mir Sorgen. Ich werde mal hier versuchen, ein bisschen rumzutricksen. Also wenn hier einer zuguckt, der das Spiel drauf hat, der wird sich fragen, was zur Hölle macht der Mann hier? Warum geht da kein Wasser durch? Ist da zu wenig Wasserdruck drauf? Hm. Okay, das ist nicht gut. Was hat der für Problem? Der ist verletzt, dem ist die Blase geplatzt wahrscheinlich. Verstehe ich auch irgendwie. Okay, was haben die? Blader. Ja, ich weiß. Mann, was soll ich machen? Gott, ich hätte... Das Spiel ist ja echt... Oh Gott, was soll ich? Ich baue hier noch was hin. Das bringt nichts. Oh Mann. Wo soll ich es denn hinbauen? Habe ich zu wenig? Komm, ich baue hier... Kommt hier jemand durch überhaupt? Ah, jetzt! Können Sie? Konnten Sie jetzt? Der will Drogen haben, der will schlafen. Die können nirgends schlafen. Gut, das ist nicht so toll. Was ist das hier? Zelle durchsuchen. Was ist das? Stapel. Häftlingsuniform. Schmutzig. Okay, das ist auch nicht gut. Ja, ich muss mich jetzt also langsam... Ich muss mich langsam mit dem Zellenblock beschäftigen. Steigern Sie Ihre Häftlingskapazität auf 15. Gut, dann werde ich mal das Zeug mal, kann ich überhaupt hier, geht das? Ne, das geht irgendwie nicht. Okay, dann lassen wir das. So. Ich bin mir nicht sicher, wenn das hier so aussieht, ob das dann, also die wollen jetzt schlafen, aber sie müssen nicht mehr schiffen gehen. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ich verstehe zwar nicht, warum das hier immer noch so, naja. Egal, der Hof scheint zu funktionieren. Der war ja auch sonderlich schwierig. Wir werden jetzt mit dem Zellenblock beginnen. Der Zellenblock. Wo mache ich den hin? Der kommt in die Mitte, dann wird es am schwersten abzuhauen. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe nicht so viel Geld dafür. Ich baue mal ein Fundament. Ich baue hier ein Fundament. So. Und dann ist all meine Kohle weg. Also das scheint nicht zu funktionieren. So baue ich das mal. Gut. Allerdings habe ich dann schon nicht mehr so viel Geld. Vielleicht sollte ich mal... Was ist eigentlich, wenn ich hier Objekte abreißen lasse? Wenn ich die Bäume hier alle abreißen lasse und die dann verkaufe, dann kriege ich auch Geld. So, komm. All die Bäumchen weg. Boah, ist das ein Sauwetter. Ist ja grauenhaft. Nicht ganz so schnell. Es geht mir zu schnell.
Hier braucht es noch einen Zugang. Okay, der kommt. Wo kommt der Zugang her? Ist jetzt vielleicht doch nicht ganz so durchdacht, weil da muss man die ja da überall so irgendwie lang führen. Mist. Dann baue ich mal. Also hier kommt mal ein Zugang rein. Auf jeden Fall. Das wird eine große Gefängnistür. Die kommt mal hier oben hin. Dann wird hier alles abgedichtet. Mit einer Betonwand hier. So. Und hier. So. Und dann kommt hier eine Tür rein. Das ist jetzt nicht so schick, aber naja. Hier zwischen den Toiletten kommt die rein. Das gefällt mir sehr gut. So, müsst ihr immer noch Pipi? Nee, ihr wollt schlafen. Dann legt euch auf den Boden, ihr Penner. Mann, haben die Ansprüche, diese Häftlinge. Sowas Blödes. Okay, die Tür ist jetzt schlecht. Die Tür ist nicht optimal hier. Strom habe ich auch keinen. Jetzt fängt es schon wieder an mit dem Strom. Wo sind die Stromkabel? Hier. Kommt mal eins hier rein. So. Wird jetzt hier überhaupt Wasser hoch? Punkt. Also das mit dem Wasser. Ach, man sieht man es. Doch, jetzt. Bis hierhin kommt Wasser und dann ist es vorbei mit Wasser. Seltsam. Naja. Gut, dann kommt danach gleich der Strom. Hier kann ich noch ein bisschen Kohle holen. Verkaufen. Also ich brauche Zellen für 15 Häftlinge. Jetzt stellt sich die Frage, wie groß müssen die Zellen sein? Das weiß ich nämlich nicht. Machen wir das hier so. Mal sehen, ob das klappt. Jetzt werde ich mal... Ich werde die mal jetzt möglichst... Naja, so mache ich die mal. Und dann mal... Objekt, Gefängnistür, umdrehen das Ding. So. Und dann werde ich es einzonen, das Ganze. Zelle. So, mal schauen, ob das klappt. Nein! 2x3, Mindestgröße. Das ist doch die Mindest... Das war doch... 4x3. Habe ich doch. Das sind ja Luxuszellen. Ach so, umschlossen von Wänden und Türen. Ja, die kommt ja jetzt. Die hoffe ich zumindest. Ein Bett und eine Toilette. Okay, wir machen mal eins. Ein Bett. Ach, Toilette kommt hier auch noch. Kriegen die auch noch. Okay, dann kommt hier noch ein Toilettchen hin. So. Gut, dann hätten wir das hoffentlich gleich. So, mach mal hin. Dann kommt noch Wasser dazu natürlich. Wie könnte es anders sein? Ich glaube, das hat immer noch kein Wasser. Kommt da echt kein Wasser lang. Ich werde mal hier noch so ein großes Rohr hinmachen. Das kommt mal. Ah, nee, Moment. Nee. Hier, wo die Toiletten sind, ziehe ich das gleich hoch. Das kommt gleich ganz. Nee, das kommt jetzt bis hier hin. So. Mal sehen, ob jetzt da Wasser reinkommt. So, zur Sicherheit. Komm schon! Ich weiß nicht, ob da Wasser langläuft. Ah, ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Gut, die Zelle hier. Was ist denn hier das Problem? Bett, Toilette, ja. Kommt das Zeug? Was machen die hier? Oh oh. Okay, das hat... Die müssten jetzt alle kacken gehen hier. Mist! Der Mann braucht einen Arzt, aber irgendwie ist mir das jetzt egal im Moment. Das könnte sich zwar noch rächen wahrscheinlich. Gut, ich werde jetzt hier... Ich komme nicht drum rum. Ich werde jetzt hier für 5000 noch so ein Ding hinstellen. Ja, das wird nichts. Oh, ich glaube, das Gefängnis ist bald am Ende hier. Strom braucht das ja auch noch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo denn kommt Strom?
Stromkabel. Hier. So. Und dann werde ich hier Wasser. Das kommt von unten. So. Und dann gehen da die kleinen Rohre hier hin. Muss ich da ein Ventil hinmachen oder was? Nee, das bringt doch nichts. Geht das nicht? Ach komm! Ich bin zu doof für das Spiel, Mann! Die Zelle jetzt endlich. Funktioniert die blöde Zelle wenigstens? Wenn nicht mal das, da kommt kein Wasser. Komm, mach mal hin. So, dann gehe ich eben nachher ein bisschen Holz verkaufen. Ich bin jetzt voll der Holzverkäufer. Das Gefängnis ist wahrscheinlich der größte Lieferant im ganzen Landkreis hier. So, komm, abreißen das Zeug. So, danach gehen wir mal Holz verkaufen. Toll. So habe ich es mir nicht vorgestellt. Könnt ihr mal hier das Ding hinstellen? So. Kriege ich jetzt hier doppelte Priorität. Was ist hier los? Was war das? Der ist da schon. Ja, wunderbar, der ist schon hier. Was kriegt er jetzt noch? Warmwasserleitung installieren. Ach, ich habe keinen Boiler installiert. Kann das Problem sein? Nee. Warmwasserboiler, der wird jetzt auch noch installiert. Aber am falschen Ort habe ich den jetzt installiert. Weg damit. Ich werde den da gleich an den Strom ran machen. So. Also jetzt geht ja da Wasser hin. Aber das hat ja schon mal hier, leuchtet das ja immer noch. Oh Gott, ich verstehe es einfach immer noch nicht. Okay, ein bisschen Holz verkaufen. Weg damit. Weg. Weg. Gut. Konnten die jetzt endlich Toilette gehen? Wo sind die? Leben die noch? Wo sind meine Leute? Ah, hier. Okay. Also jetzt wollen sie wieder schlafen. Ich könnte ja auch hier noch Betten reinmachen. Ich habe mittlerweile 6%. Ich muss also noch ordentlich Zellen bauen. Gut, dann werden wir noch ein paar weiter bauen. Kann ich das jetzt irgendwie klonen? Hier, das hier klonen. Geht das? Wie funktioniert eine einfache Zelle? Nee. Nö, das ist mir zu groß. Einzelzelle. Das hat aber eine andere Tür drin. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Kann ich das Ding hier... Kann ich das klonen? Geht das? Mit dem Klonwerkzeug können Sie Bereiche Ihres Gefängnisses kopieren. Wenn Sie das klonen, hatten Sie die rechte Maustaste gedrückt. Okay. Die rechte, das wäre dann die hier. So. So, und dann werden da noch Mauern reingebaut. Und Türen wahrscheinlich auch noch. Objekte, Gefängnistür. So, jetzt gib mir dann gleich wieder die Kohle aus. Moment, ist jetzt hier endlich Wasser gekommen? Kann das sein? Es hatte mit dem... Moment, aber eine Toilette braucht doch kein warmes Wasser. Aber hier leuchtet es immer noch. Ja, ich werde es wahrscheinlich nie begreifen. Dann wird das Zeug eben nicht gespült. Ist mir doch egal. Ich muss ja nicht davon essen. So, Jungs. Ah, ihr wollt schlafen. Okay. Gut. Aber hier leuchtet es mal nicht mehr. Hier kommt kein Strom. Der schläft supi hier. Duncan Langdon, 32, schläft. Der hat's schön. Was hat der verbrochen? Verurteilt zu 8 Jahren für Possessions... Was? Possession Intent to Supply. Was? Verstehe ich nicht. Possession. Okay. Besitz mit Verkaufsabsicht. Ach so. Ist wahrscheinlich ein Drogendealer.
Gut, die schlimmsten. Also warum habe ich da oben jetzt immer noch keinen Strom? Habe ich das vergessen? Ich habe zu wenig Stromkabel gezogen. Kann das sein? So, normalerweise nicht. Sowas würde ich ja nie tun. So, komm. Ist ein bisschen teuer, ne? Ist wahrscheinlich das bestverkabelte und verrohrte Gefängnis überhaupt. Überhaupt. Ja. Es nimmt Gestalt an hier. Die Zellen, naja, da muss ich noch ein bisschen dran feilen. Ich werde dann auch noch ordentlich Holz verkaufen müssen. Ups. Entschuldigung. Weil ich habe kein Geld mehr und ich werde wahrscheinlich so schnell auch keins kriegen. Ich wüsste nicht wie. So, komm. Hier ist noch ein bisschen Holz. Oh, da muss ich aber ordentlich Holz verkaufen. Naja. Wenn ich es schaffe, kriege ich nochmal 20.000, aber ich habe erst 20% erreicht. Ja gut, da ist auch noch nicht viel gegangen, muss man auch sagen. Was ist hier das Problem? Umschlossen ist es nicht. Ah, ich hat da das Geld nicht gereicht. Hallo? Ach, der ist müde und ruht sich aus. Und die sind zum Schlafen hier. Ach, ist das schön. Der kommt auch. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr Arbeiter irgendwie. Na, ich werde jetzt noch ein paar Zellen reinbauen. Dann sehe ich nämlich, wie weit ich überhaupt kommen täte mit dem hier. Okay, dann hätte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zellen. Das reicht allerdings nicht. Ich muss nämlich auf 15 hoch, steigern sie ihre Häftlingskapazität auf 15. Das heißt, ich bräuchte noch mal weitere 5 Zellen. Wo mache ich die denn hin? Ich mache die Verwahrungszelle. Soll ich die einfach kleiner machen? Und hier noch ein paar? Nee. Zu gefährlich. Dann werde ich eben dann hier noch. Ich mache da noch mal einen einzelnen Zellenblock. Zu wenig Kapital. Das war ja klar. Mist. Oh, jetzt wird's eng. Hätte ich doch hier nicht. Oder soll ich. Geht das? Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Ja, schwierig, schwierig. Ich kann es nicht. Kann es jetzt echt nicht sagen, wie ich das machen soll. Also, ich müsste ja bis hier unten. Ich müsste irgendwie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich baue dann mal hier. Versuche ich mal hier noch ein bisschen was zu bescheißen. Kann ich auch noch kleinere Zellen bauen? Was war die Mindestgröße schon wieder? Ja, habe ich vergessen. Vielleicht so. Und dann baue ich eben. Ich weiß es nicht. Kann ich hier jetzt eine Zelle reinmachen? Ist das. Ach nee, ich brauche zuerst. Guck mal hin. Hier habe ich schon wieder kein Wasser. Ist das so? Ah, der ist noch am Bauen hier. Ey, aufstehen, es ist morgen hier. Hier wird nicht gepennt in meinem Gefängnis. Was soll das? So, jetzt kann ich hier die Zelle eindönsen. Geht das hier? Ach, das ist. Ja. Das war ja mal wieder super schlau von mir. Das geht ja gar nicht. Geht es auch nicht, wenn ich einen Boden reinlege. Es geht nur mit dem Fundament. Und ich Trottel hab kein Fundament. Ich habe überhaupt kein Geld mehr für sowas. Okay, gut. Das scheint alles nicht ganz zu funktionieren, wie ich das wollte. Ich werde dann wohl noch ein bisschen weiter hier Bäume abholzen müssen. Um irgendwie so notgedrungen an Geld zu kommen. Außer ich könnte noch andere Zuschüsse erwirken. Mal schauen kurz. Zuschüsse. Häftlings Gesundheit und Wohlergehen. Was ist hier am günstigsten? Kurzfristige Investitionen. Zahlen Sie Geld an einen
Investmentfonds, um nach Ablauf eine anständige Rendite zu erhalten. Ja, aber das bringt mir nichts. Ich brauche jetzt Kohle. Ich brauche einen Kredit. Gib mir einen Kredit. Gefängniswartung. Schalten Sie Wartung frei. Reinigung, Gartenpflege. Sowas kann ich doch im Moment vergessen. Häftlingsgesundheit und Wohlergehen. Bauen Sie eine Krankenstation. Stellen Sie zwei Ärzte ein. Stellen Sie einen Psychologen ein. Benötigt ein Büro. Okay. Also die Finanzen sehen grottig aus. Okay, wenn ich mehr Häftlinge hätte, hätte ich auch mehr Häftlingszuschüsse wahrscheinlich. Also grundsätzlich könnte ich auch einfach warten, bis ich mehr Kohle habe. Ich könnte auch ein bisschen mehr Häftlinge einstellen. Ja, ich glaube, ich stelle noch mehr Häftlinge ein. Wo ging das auch schon wieder? Häftlinge, die entlassen. 3 Häftlinge bereit für Bewährung. Was denn? Hier wird keiner entlassen. Die bleiben alle hier. Muss ich die jetzt echt... Okay. Personal. Soll ich mehr... Nee, ich brauche nicht mehr Häftlinge. Ich werde jetzt hier ein bisschen erhöhen. Häftlinge gesamt. Geht das jetzt? Okay, jetzt... Die nächste Einlieferung, soll ich gleich auf 15 erhöhen? Gut, dann werden wir in der nächsten Folge sehen, wie die da hier einrücken in das schlimmste Gefängnis der Welt. Mal schauen, wie es dann läuft. Ob ich das hinkriege finanziell, ich habe ja jetzt Holz zu verkaufen. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Tschüssi!